Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge McAllisters Outdoor Cooking. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's Henslers schnelle Nummer. Ach Quatsch, wir sind ja bei McAllister. Also gibt's McAllisters schnelle Nummer. Wir machen einen Dönerteller bzw. einen Pfannendönerteller, denn der hat eigentlich so mit dem klassischen Döner vom Drehspieß nichts zu tun. Wie das klappt, wie das funktioniert, das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Und wir beginnen gleich mit unseren Zutaten. Als Hauptdarsteller haben wir heute hier einen Schweinehals bzw. Schweinenacken. Den werden wir uns dann schön klein schnetzeln, zeige ich euch später. Für unsere Knoblauchsoße brauchen wir ein bisschen Joghurt. Hier haben wir Knoblauch versteckt. Dann die klassischen Zutaten, wie ihr sie kennt vom Döner belegen. Einmal Rotkohl, wir brauchen Zwiebeln, wir haben eine Gurke, wir haben Tomaten. Hier haben wir noch eine Essig-Öl-Mischung. Wir brauchen das Medicopter-Gewürz von mir. Dann meine neue Gewürzmischung. Normalerweise verrate ich es ja immer nicht, aber heute ist es recht unschwer, das zu verheimlichen. Also das ist eine Döner-Gewürzmischung. Heute ist das erste Mal im Test bei mir, Generalprobe. Und dann haben wir hier noch einen Teil von den Fladenbroten, die wir dazu machen. Rezept und genaue Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir heute mal wieder einen Haufen Vorbereitungsarbeiten. Das möchte ich euch heute mal zeigen bei diesem speziellen Dönerteller. Und dann starten wir jetzt mit den Vorbereitungen. Wir beginnen mit dem, was am längsten dauert, denn wir müssen uns unser Fleisch noch ein bisschen einmarinieren. Und dazu nehmen wir uns jetzt unser Fleisch hier und werden uns erstmal dünne Steaks rausschneiden. Von der Dicke her sollte es ungefähr so einen Zentimeter sein, wie wir unsere Scheiben hier erstmal runterschneiden. Was ihr dafür Fleisch verwendet, das ist völlig euch überlassen. Ihr könnt jetzt da Schweinefleisch nehmen, ihr könnt Kalbsfleisch nehmen, Lammfleisch. Also es passt ja da mehr oder minder eigentlich alles, wenn man da so in die Dönerrichtung geht. Und dann werden wir uns hier so ganz dünne, feine Schnetzel rausschneiden, wie bei so einem Geschnetzelten, wie ihr es eben bei so Pfannengyros auch kennt. Nur, dass wir heute eben den Pfannendöner machen. Das Fleisch haben wir in eine Schüssel gegeben und wir machen uns jetzt eine kurze Marinade. Dazu nehmen wir hier das Dönergewürz, geben das hier mit rein, geben einen kleinen Schluck Öl hier mit dazu und das Ganze wird einmal mit einem Löffel ein bisschen vermengt. Dann darf die Marinade hier einmal oben aufs Fleisch drauf. Und dann gehen wir hier mal mit der Hand rein und werden das alles schön durchkneten und durchmengen, dass überall ein bisschen was von der Marinade am Fleisch dran ist. Und prinzipiell würde man das Fleisch jetzt in den Kühlschrank stellen, aber bei 3 Grad Außentemperatur sparen wir uns den Schritt. Das heißt, wir können unser Fleisch hier einfach nur auf die Seite stellen und es geht dann weiter mit unserem Rotkohl. Ja, und dann könnt ihr den jetzt schneiden, wie ihr wollt. Ich halbiere mir den hier meistens nochmal in der Mitte und dann fange ich an, dass ich das Ganze hier einfach schön dünn runterschneiden werde. Ihr könnt das Ganze mit so einem V-Hobel machen oder was auch immer ihr für Equipment da zu Hause habt. Auch das Blaukraut oder Rotkohl gehen wir dann in eine Schüssel rein. Empfehlenswert wäre Handschuh, jetzt schon fast zu spät, aber beim Durchkneten ziehen jetzt trotzdem an. Da geben wir jetzt einfach ein bisschen Salz und Zucker mit dazu. Vom Anteil her mehr Zucker als Salz. Und dann haben wir hier noch die Essig-Öl-Mischung. Muss gar nicht viel sein, Hauptsache der ist ein bisschen einmariniert. Und dann dürft ihr hier einfach mal fleißig kneten. Das ist ja die schwerste Arbeit, die wir heute beim ganzen Rezept haben. Denn der Salat sollte jetzt mal so gute 5 Minuten schön durchgeknetet werden, dass der einfach ein bisschen weich wird. Aber den Prozess kennt er ja, wenn er einfach Krautsalat macht. Auch den Krautsalat lassen wir jetzt dann im Kühlschrank ein bisschen durchziehen. Kühlschrank sparen wir uns wieder, wie auch beim Fleisch. Und dann werden wir uns jetzt unsere Soße machen. Ich habe hier einen Rahmjoghurt mit 20% Fettanteil. Ihr könnt jetzt da verwenden, was ihr wollt, ob Creme Fraiche. Ideal ist natürlich türkischer Joghurt, der einfach so eine richtig schöne, dicke Konsistenz hat. Aber was ihr nicht machen solltet, ist jetzt einen, so einen fettarmen Joghurt mit 1,5%, der einfach bloß komplett flüssig ist. Außer ihr steht auf so flüssige Soßen. Und ja, also je mehr Fett ihr da drin habt, umso besser wird die Soße eigentlich. Und da werden wir jetzt erst einmal ein paar Löffel hier in eine Schüssel reingeben. In den Zutaten vergessen die Mayonnaise. Auch hier darf jetzt ein großzügiger Schluck mit dazu.
Dann wird jetzt der Knoblauch dazu gepresst. Ihr nehmt da so viel, wie ihr euch zutraut, wie ihr gern mögt. Da ist Geschmack einfach individuell. Bei uns ist es so eine komplette Solo-Knoblauchzehe. Dann geben wir hier noch eine kleine Prise von meinem Medikopter-Gewürz mit dazu. Alternativ könnt ihr einfach Dill oder ein bisschen Petersilie nehmen. Das ist eigentlich völlig egal. Und dann wird das Ganze hier einmal vermengt. Theoretisch könnt ihr auch noch ein bisschen Olivenöl mit dazu geben. Aber wir haben ja schon die Mayonnaise, da ist genug Öl drin. Und ich hätte gesagt, das passt so. Also auch die Soße fertig. Und die stellen wir ebenfalls in den Kühlschrank oder in unserem Fall auf die Seite. Und das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, was ich euch zeigen wollte. Den Rest an Schnibbelarbeit, den, ja, da verschone ich euch. Was müssen wir jetzt machen? Wir werden unsere Tomaten in Würfeler schneiden. Wir werden die Gurke in Würfel schneiden. Die Zwiebeln werden wir in Ringe oder Halbringe schneiden. Weiß ich noch nicht, wie wir es genau machen. Und dann haben wir noch unseren Eisbergsalat. Auch in den Zutaten vergessen. Den werden wir auch noch schön klein schnibbeln. Ja, und das werde ich jetzt alles mal machen. Und danach sehen wir uns dann wieder. Und dann haben wir es endlich geschafft. Die Vorbereitungsarbeiten sind endlich abgeschlossen. Und wir können endlich mit dem Brutzeln starten. Für alle, die gedacht haben, heute kommt was vom Grill oder Dutch Oven. Ihr habt euch geirrt. Das Ganze werden wir heute zubereiten auf dem Kontaktgrill. Also eine richtig schöne, schnelle Nummer. Bis auf die Vorbereitungsarbeiten. Und den habe ich jetzt mittlerweile auf 220 Grad vorgeheizt. Also meiner ist von Caso, aber ihr seid ja alle Fans vom klassischen Opti-Grill. Hauptsache, ihr habt irgendeinen Kontaktgrill und das ist heute eigentlich das Wichtigste. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mit dem Brutzeln. Der Kontaktgrill ist auf Temperatur und ich bin bewaffnet mit so einer Tim-Melzer-Zange. Für alle, die mich immer fragen, was ist das für ein spezielles Modell? Das ist kein spezielles Modell, sondern einfach hier immer nur heiß gelaufen. Deswegen sind ja so Blubbeln. Also letztens haben mich schon welche gefragt, was das für ein Modell ist, weil hier so schöne Blubbeln sind. Also das ist eher ungewollt gewesen. Dann hätten wir die Frage auch beantwortet. Ja, und dann werden wir uns jetzt hier einfach ein bisschen was von unserem Gyrosfleisch auf den Kontaktgrill hier drauf geben. Wir verteilen das einmal schön. Ja, und dann heißt es einfach das Ganze mal brutzeln lassen. Deckel oben drauf. Und ab geht die wilde Fahrt. Nach guten 1,5 Minuten haben wir ja schon einen sensationellen Duft im Garten. Und so sieht unser Fleisch jetzt hier der Wald aus. Das Schöne an unserem Nackenfleisch ist, ist einfach ein dankbares Fleisch. Da braucht ihr keine Angst haben, dass euch das großartig trocken läuft oder irgendwas. Das Ganze wird jetzt einfach hier nochmal ein bisschen durchgemischt. Dass wir da überall schöne braune Stellen hinbekommen. Oh, mega, mega. Hier kann man es auch schön sehen, was da abläuft an Fett und von unserer Ölmarinade. Also perfekt. Und Deckel wieder zu. So, und wieder 1,5 Minuten später ist unser Fleisch dann fertig. In Summe vielleicht zu viel Röstaromen an manchen Stellen. Aber da könnt ihr auch noch ein bisschen spielen und variieren. Vielleicht einfach ein bisschen öfter durchmengen das Ganze. Aber ansonsten passt es. Jetzt geben wir hier das Fleisch mal ganz kurz noch auf den Teller. Dann haben wir jetzt hier unser Fladenbrot. Prinzipiell, man muss es nicht aufschneiden heute, sondern wir werden es bloß fertig toasten. Ist ein gekauftes. Und ja, das geben wir jetzt einfach hier drauf. Und lassen das einfach für gute 2 bis 3 Minuten hier schön knusprig weich werden. Und während das Brot nebenan toastet, werden wir anfangen, den Pfannendöner-Teller hier anzurichten. Wir werden hier einfach ein bisschen Salat auf dem Teller verteilen. Und dann kommen einfach nach und nach immer ein paar Zutaten hier mit dazu. Einmal unser Blaukraut. Wir geben ein paar von den Tomaten mit dazu. Die Gurken dürfen hier mit drüber. Dann noch ein paar Zwiebeln überall oben drauf verteilt. Wir geben unser Fleisch mit dazu. Eine schöne, vernünftige Menge von unserem Tzatziki, hätte ich schon beinahe gesagt, von unserer Dönersoße. Und last but not least werden wir noch unser Dönerbrot hier mit dazulegen. Und dann ist endlich probierende Zeit, Freunde. Mittlerweile der Teller schon wieder kalt, vor lauter Fotos machen und so weiter und so fort. Aber so ist es als YouTuber und wir probieren das Ganze trotzdem. Also ich schnappe mir jetzt hier so ein bisschen, ja, schon erkaltetes Fleisch. Sag guten Appetit. Mega, Freunde. Also das Ganze sieht aus wie ein Dönerteller. Riecht wie ein Dönerteller, ist aber kein klassischer Dönerteller, sondern Pfannendönerteller. Schmeckt aber trotzdem absolut hervorragend. Also an sich ja heute wirklich ein fast schon gesundes Gericht, gell? Also mit dem vielen Salat, den wir hier haben. Schönes, fluffiges, weiches, weich getoastetes Brot.
Der Tzatziki, der die Dönersoße auch mega grandios. Ich esse schnell runter. Mega. Also das Gericht lädt wirklich ein zum Nachmachen. Vielleicht passt das Ganze sogar eher in die Sommergegend. Da bin ich jetzt ein paar Monate zu spät dran. Aber nichtsdestotrotz, auch im Winter, Vitamine braucht man. Salat reinballern ohne Ende und dazu ein schönes Pfannendönerfleisch. Mega geil. Kann man mal so machen, wenn man auf Döner steht, bin ich mega überzeugt davon. Dann komme ich jetzt hier zum Ende und hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn so war, gibt es einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten vom Kanal sein, hier drüben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem Dönerteller, Pfannendönerteller haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer Mac Alistair, macht's gut. Ciao, ciao.